Mir ist jetzt im vierten Semester Produktdesign noch echt nochmal aufgefallen, dass es ein bisschen ein anderer Studiengang ist. Wir sind jetzt im Jahrgang, glaube ich, nur noch so 15 Leute. Es fällt also leider auf, wenn man fehlt. Das ist schon mal ein Nachteil. Es geht bei uns halt nicht um Noten, sondern es kommt immer darauf an, was man in seinem Portfolio hat. Mit dem Portfolio bewirbt man sich dann im Endeffekt auch auf den Master und später dann auch auf Arbeitsplätze. Das heißt, es geht darum, in den Semestern immer richtig nice Projekte zu haben, um die dann später ins Portfolio packen zu können. Und wie es bei einem Portfolio so ist, muss es einfach nur gut ausschauen. Was dahinter steckt, ist oft gar nicht so wichtig. Eigentlich ein bisschen ernüchternd, aber ich finde es immer noch besser als ein BWL-Studium.